Leute, der Schiedsrichter oben rechts, wenn er da mal hinguckt, der sieht ihm so ein bisschen furchteinflößend aus. Der gute Herr Stephen Finney. Wir spielen heute am 9. Spieltag gegen den Tabellen-7. Gegen Colton Beath. Und man sollte auf gar keinen Fall den Fehler machen und diese Mannschaft unterschätzen. Die haben zuletzt zweimal gewonnen, stehen viel besser, als man das erwarten konnte, und machen jetzt das 1-0. Ich werde verrückt. Pajado hat den Fehler gemacht gegen Mark McKenzie, gegen den Rechtsaußenspieler. Der Ball sofort weiter zu Callum Gallagher und die Leihgabe von den Glasgow Rangers geht vorbei an Daniel Wilson und auch am Keeper und macht die Führung. Aber wir sind sauer. Wir haben jetzt die Schnauze voll hier. Das geht so nicht. Wir machen sofort eine hundertprozentige Chance draus in der 6. Minute. Geht ins Tor aus. Kann ich nur sehen. Gibt Ecke. Craig Wright. Das ist der Torwart unserer Gäste. Das war ein Distanzschuss von Robinson. Kann den nur abklatschen. Und James Keatings an den Pfosten. Meine Güte, danach haben die sich noch gegenseitig angeschossen. Und das war dann hier die Geschichte dieses Spielzugs. White heißt der, nicht Wright. Na gut, das ist jetzt ein Buchstabe. Nicht so wichtig. 7. Minute, Colton Beath mit der 2. Möglichkeit. Sollte es werden, gab es aber nicht. Konzentration. Wir sind über 100 Punkte besser. Dazu haben wir noch das Heimspiel. Und natürlich die gute Form. Gegen Motherwell weitergekommen gerade, wie ihr gesehen habt, ins Viertelfinale des League Cup. Also es sprudelt uns momentan überall raus, das Selbstvertrauen, aber wir können das heute noch nicht so wirklich zeigen. Viertelstunde schon vorbei, nochmal drauf gehen. Die Chancen sind alle nur klein. Nicholson, Pass auf Pajado, die arme Sau, den Fehler gemacht hat. Letztendlich ist er bei dem Tor durch Gary Oliver, aber das Tor zählt nicht, war wieder abseits. Aber ihr seht jetzt, der Ball ist rot. Wir sind am Drücker, absolut. Aber schon wieder der Torwart. Nicholson hat er sich abgefangen. Das war's. Ein Einzeiler, der beschreibt diese Situation. Geht aber weiter. Unermüdlich unsere Hearts nach vorne. Jamie Walker, klasse Situation von ihm. Nimmt den Ball mit der Brust an. Lässt ihn abtropfen, dreht sich. Guckt nicht aufs Tor. Starke Aktion, aber wieder der Torwart. Wieder der Torwart, und jetzt ist diese Situation erstmal bereinigt. Die Jungs von Colton Beath konnten diese Drangphase gut überstehen. Aber jetzt die Möglichkeit, hundertprozentige. Sam Nicholson steht vorm Torwart. Beinschuss. Craig White, das hat er nicht verdient. Das hat er definitiv nicht verdient. Das war so eine starke Leistung bis jetzt. Und kurz nach der Halbstundenmarke macht Sam Nicholson hier sein erstes Saisontor. Und jetzt bitte nicht wieder den sofortigen Rückstand kassieren. Über den Balken. Mark McKenzie. Es geht alles über rechts, habe ich das Gefühl. David Cohen, der Rechtsverteidiger, ist frei vom Torwart. Diesmal hat er angehalten und dann der Nachschuss Gott sei Dank übers Tor. Schaut auf die Noten, das ist hinten alles andere als gut. Ich würde sogar sagen, grottenschlecht. Fragt man sich natürlich, warum. Haben wir die doch unterschätzt? Müssen wir vielleicht irgendwas wechseln? Da habe ich nämlich das mitgegeben vor der Partie. Ich hatte das im Blick, weil eben auch dieses Spiel gegen Livingston noch gar nicht lange her ist. Das war im Prinzip dasselbe. Schlägt die große Stunde, ist Käse. Ja, spielt so weiter, Jungs. Ein 1-1 ist ja auch kein Beinbruch. Wäre natürlich nicht das, was wir wollen. Da wir natürlich vor allen Dingen bei den Heimspielen eben die Punkte holen müssen. Wenn wir schon mal so gut stehen. Torwart motivieren, vielleicht war das auch ein Problem, ne? Dass ich den ausgewechselt habe. Der hat kaum Spielpraxis. Und bekommt dann sofort so ein blödes Gegentor. Nicholson lob ich, weil er das Tor gemacht hat. Walker könnte man auch mitnehmen. Und jetzt wird motiviert. Ich glaube, das ist eher das Problem hinten. Beide Innenverteidiger. Geht beim Selbstvertrauen nicht hoch. Das müssen wir aber gar nicht, weil die stehen alle auf hoch. Das ist eben nur der Torwart, der da die Ausnahme bildet. 85. 86. Na, Wilson und dann noch Eckersley. Dann haben wir die wichtigen. Ich habe hier der Brad McKay dabei. Das heißt, ich kann ja in der Innenverteidigung theoretisch da McGee auswechseln, wenn das hier noch weiter runtergehen sollte. Mit der Frische. Alles überhaupt kein Problem. Also, gehen wir rein. Wird nicht gewechselt. Alle zum Warmlaufen schicken. Das ist ein Zeichen. Wenn ihr nicht spurt, dann kommt irgendjemand anders rein.
Coden Beef auch hier in der zweiten Halbzeit mit der ersten Chance. Callum Gallagher schon wieder. Bekommt den Ball Richtung Tor. Aber der zweite Gallagher, und das ist der, der bei uns im Tor steht, kann den Ball retten. Und somit nicht das 2:1 für unsere Gäste. Mögliche Verletzung. Da hatten wir auch noch gar keine Probleme mit. Jordan Morton. Links außen, den haben wir gar nicht gesehen im ganzen Spiel. Fasst ihn in den Oberschenkel, massiert die problematische Stelle und merkt dann, dass es nicht mehr geht. Also der muss raus. Wir schauen mal gerade, wer da reinkommt. Haben sie eigentlich keinen Ersatz, der das so augenscheinlich auf den ersten Blick spielen könnte? Stefania Thomas mit einer 35. Junge, das ist mal eine Ausnummer. Also der fühlt sich da pudelwohl auf dieser Position. Gut, Brad McKay kommt jetzt. 3,5. Jordan McKee war sogar heute wieder besser. Zumindest augenscheinlich bis jetzt als Daniel Wilson. Der 16, ne? Wenn man das so mal hier so zu erwähnen. Ja, wir müssen jetzt mehr machen. Der Einsatz muss höher. Das Pressing muss höher. Meinetwegen auch die Abwehr insgesamt. James Keatings macht eine Schwalbe. Das kann ich gar nicht gebrauchen. Ja, ich glaube, das ist doch eher der Joker-Spieler. Dann kommt El Hasnawi rein. Coden Beef hat einen roten Ball. Spielanteile also zurzeit bei der Mannschaft auf Platz 7. Das ist bereits die 70. Minute. Gar nichts passiert. Kevin McCarthy, sie sind hinten alle nicht gut. Wie soll ich hier eine Note konservieren? Nicht so leicht. Dean Brett für Thomas O'Brien. Das ist im Prinzip nichts anderes als das, was da ausgewechselt wird. Von der Stärke gesehen jetzt. Sofort Angriff, Jungs. Kommt man Frosch im Hals hier. Spiel ist verflacht. Nathaniel Wedderburn für Ruben Garcia. Wie schaut das denn aus? Auch eine 50. Jetzt kannst du jetzt vergessen, da brauche ich gar nicht zu gucken. Das ist im Prinzip immer dasselbe. Die kennen wir nicht. Nein, Himmel, Arsch und Zwirn. Klares Foul von Jamie Walker an Mark Ramsey. Im Strafraum. Das ist das Blöde an dem Ganzen. Gelb für unseren Spieler. Jetzt kann Gallagher natürlich sich auszeichnen, wenn er den Elfmeter hält. Mark Ramsey. Ist er nervös oder nicht? Nee. Mensch, das ist manchmal ein gutes Zeichen, wenn es so lange dauert, bis der Text kommt, dass der Torwart den hält. Aber das ist nicht der Fall. Das ist definitiv nicht der Fall. Ich werde jetzt mal Jason Holt noch bringen. Für Robinson vorne. Und wir werden jetzt komplett hier Vollgas geben. Als ob das jetzt da ein 1:3 wird. Oder ein mögliches 2:2. So, Abstöße lang. Das muss jetzt einfach. Freistoßchance. Wer denn? Für Heart of Midlothian. Dean Brett gegen Gary Oliver. Das ist ein Foul. 17 Meter. Wo ist denn unser Freistoßschütze? Habe ich jetzt den? Ach nee. Eckeson soll es machen. Macht er auch. Komm schon, Alter. Im wahrsten Sinne des Wortes. An den Pfosten. Komm, spring zurück. Oh, Sufi an. Du Lappen. Reagiert zu spät. Oder zu langsam. Und die Abwehr klärt. Nochmal drauf. Pfostensituation. Ja, er war es doch, er war es. Und dann der Nachschuss, ja, da waren wir nicht schnell genug. Laufwege. So, Jungs, jetzt müssen wir nochmal alles geben hier. Alles nach vorne. Abwehr auch. Ja, die stehen ja sowieso schon komplett vorne. Dann sollen sie auch mit den Auflegen mitkommen. Ich hoffe, das klappt wieder. Ja, die gehen jetzt auch nur noch bis zur Mittellinie. Ich hoffe, das klappt wieder. Aber es ist eben nicht mehr lang. Das ist das große Problem, was wir haben. Callum Patterson, erst die zweite Ecke. Die hat aber der Torwart. Ich denke 50. Tja, wahrscheinlich müssen wir uns damit abfinden, dass wir hier die zweite Saisonniederlage kassieren. Nach dem 2:4 gegen die Rangers. Es ist kein ultimativer Beinbruch, aber nicht nötig einfach. Ne? Wenn man das hier ein bisschen ernster genommen hätte, ein bisschen weniger Fehler gemacht hätte. Aber das war halt eine komplett schlechte Leistung von der ganzen Mannschaft. Mickelson, der das Tor gemacht hat, hat eine 2, aber der Rest... Sehr, sehr viel Dreien, sehr, sehr viel Vieren. Wir haben den komplett roten Ball, aber Coden Beef kann natürlich jetzt kontern. Die haben die Ecke über Pablo Navas Alor. John Armstrong aus zentraler Position, 8 Meter vor der Kiste, ist drüber. Eine Minute Nachspielzeit. Komm schon, zeig mir die Last Minute Hearts. Ich bezweifle das nur. Wir haben nochmal eine Chance. Sie ist aber klein. Gary Oliver aus 14 Metern trifft nur Jason Holt. Ich denke mal, das war's. Das muss gewesen sein. Und somit verlieren wir... Verlieren wir hier. Unerwartet.
Ja, wir haben sie unterschätzt. Ich habe es ja vorher gesagt. Da kann ich nichts für. Ne? Das ist natürlich dann ja eine klare Sache. Ne? Wenn du junge Spieler hast, das ist eben dann nicht so durchdringend, wenn du dann was sagst, als bei erfahrenen Spielern. Die wissen es dann eher einzuschätzen. Die denken, oh Gott, lass den alten Sack hier mal quatschen. Wir machen das Ding schon. Pusteblume, hast du gesehen, wie es aussieht? 1-2, Coden Beef, Glückwunsch. Wir schauen mal, was für die Tabelle heißt. So Leute, man spricht ja gerne davon, dass bestimmte Spiele dann auch Lehrcharakter haben. Und ich hoffe, dass es heute der Fall ist. Mit einer komplett überlegenen Mannschaft auf dem Papier hast du eben trotzdem noch nicht zwangsläufig eben nur ein Spiel gewonnen. Coden Beef, ich habe es vorher gesagt am Anfang des Spiels, die haben zuletzt zweimal gewonnen, Platz 7. Die sind ähnlich wie Livingston heute ohne Furcht aufgetreten, haben mit Selbstvertrauen nach vorne gespielt, haben dann das frühe Tor geschossen, was wir ausgleichen konnten. Durch Sam Nicholson, der auch der beste Spieler für uns heute war. Aber danach haben wir Chancen liegen lassen und die haben im Prinzip die zweite genutzt, ne, die sie hatten. Durch den Spieler Mark Ramsey und Callum Gallagher, da werden sich die Rangers freuen, Schützenhilfe aus den eigenen Reihen hier. Ja, die Teamansprachen sind alle daneben gegangen. Die Einwechslungen, man kann jetzt nur El Hasnaoui bewerten, man kann McKay bewerten, den ich ganz gut fand mit einer 3. Aber El Hasnaoui, da muss er einfach galliger sein. Wenn da so ein Ball vom Pfosten zurückkommt, da muss ich nicht erst den Kaffee beiseite stellen, da muss ich sofort da sein, da muss ich das Ding reinschießen. Das ist einfach so, er kämpft ja um den Stammplatz. Und er hat eben jetzt nicht mehr den Vorteil, dass er ein paar Stärkepunkte besser ist. Also Oliver, Keatings, die haben da schon ordentlich nachgelegt. Mal schauen, wie wir das in Zukunft machen. Hier sieht es jetzt nicht so überlegen aus. Es ist auch wirklich nicht so gewesen. Ich würde sagen, die größeren Möglichkeiten hatten letztendlich wir, zumindest hier ein Unentschieden zu schaffen noch. Aber gut, kannst du nichts machen, ist halt so. Die Zuschauer werden da überwiegend, bis auf 35 Jungs, die aus Coden Beef mitgekommen sind. Ich weiß jetzt den Ort nicht, da kenne ich mich zu wenig aus. Die werden mit einem lachenden Auge natürlich nach Hause fahren. Und da wird der Whisky dann noch ein bisschen besser schmecken als normalerweise schon. Sam Nicholson mit einer 2. Vielleicht schafft das ja rein in die 11 des Tages. Das wäre dann so ein kleiner Trost. Die Rangers gewinnen, haben jetzt 21 Punkte. Wir bleiben auf 2 mit 17. Dann kommt Falkirk von der 5 auf die 3 nach oben. Durch ein 2-1 bei Lower Athletic. Und ja, die Hibs, die sind in einer kleinen Krisephase. Ich würde sogar fast schon sagen, eine große. Das war nämlich jetzt mittlerweile die vierte Partie in Folge, die sie nicht gewinnen konnten. Und sind ja auch im League Cup nicht mehr dabei. Beziehungsweise sind schon noch dabei, aber nee, da muss ich sagen, die Rangers, ne, die waren das, die da verloren haben. Also man kann das jetzt nur hier auf die Liga schieben bei den Hibs, aber das ist dann trotzdem irgendwo ein bisschen verfehlt, ne? Die wollen natürlich auch aufsteigen, genau wie wir das wollen, genau wie die Rangers. Es gibt im Prinzip hier 3 Favoriten, in der Liga aber nur einen Aufstiegsplatz. Und dann sollte man zumindest die Heimspiele gegen Livingston gewinnen. Ne? Wir dürfen das sagen, wir haben das auch. Es war zwar uns sehr, sehr knapp, aber naja. Und vor allen Dingen haben wir ja heute gezeigt, dass wir auch anfällig sind, dass du eben nicht jedes Spiel gewinnst. Das ist auch gut so, ne? Sonst wäre es ja langweilig. Schauen wir in die erste Liga und sehen, dass Dundee United weiterhin von oben grüßt. Beide gewinnen heute, Celtic und auch Dundee United. Und Motherwell mit einer erneuten Niederlage. Ne? Aberdeen, das war besser gewesen heute, 13-0 gegen Hamilton. Da stehen beide weiter unten drin. Die Stimmen des heutigen Spieltags. Donald Finlay, der Präsident von Coden Beef. Wir haben Edinburgh durch eine korrigierte Leistung auf unser Niveau heruntergeholt. Ich weiß nicht, wie hatte das meine Wirklichkeit gesagt? Mir fällt es nicht ein, aber den Spruch kenne ich. Wir sind die Sympathieträger von Edinburgh, wir geben sympathisch die Punkte her, nicht symptomatisch, das wäre schlimmer, ne? Dann wird man schlechter dastehen. Ja, das sollte man jetzt nur nicht so gewundert werden lassen. Wir haben ja in ein paar Tagen schon, in der Woche, die Möglichkeit, uns da zu ringmuschieren gegen Coden Beef, ne? Gewinnen wir halt bei denen. Ich sehe das jetzt nicht so eng, ne? Die Saison ist sehr, sehr lang. 9. Spieltag vorbei, 36 durch 9, das heißt 4. Und das heißt, ein Viertel der Saison ist erstmal vorbei. Und ja, wir werden natürlich davon nicht umfallen. Er hat es tatsächlich reingeschafft, der Sam Nicholson, auf der linken Seite. Wraith Rovers mit 2 Spielern. Wir haben 5-mal Queen of the South, das ist heftig. Die komplette Abwehr plus Torwart. Habe ich da irgendwas übersehen? Ja, die schlagen immerhin davor den Tabellendritten, ne, mit 1-0. Da siehst du, wozu das führen kann, ne? Eine komplette Abwehr in Topform ist. Naja, die Teamleistung wird bei uns nicht berauschend sein. 3,45. Coden Beef auf 2.
Das ist auf dem Papier mit Alola Athletic die schlechteste Mannschaft, die du bekommen kannst, die auflaufen kann, gegen dich. Und die schlagen uns. Sollte uns wirklich ein Mahnmal sein heute. Das hat so Pokalcharakter, ne? Wie, wo dann auf einmal ein Drittligist in Deutschland eben den Bundesligisten rausschmeißt. Da weiß auch kein Mensch, warum. Auf den ersten Blick. Und dann bei der Nachbetrachtung fällt es dann eben auf. Ne? Dann meistens dann der Kampf bei den Kleinen eben höher ist, dass der Einsatz höher ist. Und die Bundesligisten dann eben glauben, sie schaukeln das Ei, ne? Mit einer Hand. Von mir aus auch beide. Da haben wir heute nichts zu beitragen können, zumindest nicht die Stürmer oben, die schon Torerfolge hatten. Nicholson reiht sich jetzt auf 33 ein. Und bei den Noten insgesamt 8 Spiele Robinson. Darren McGregor ist jetzt vor ihm, von den Rangers, der Innenverteidiger. Ist der? Ja, 1,80 ist er. 27. Joa, ist ein erfahrener Spieler, der eine sehr gute Konstanz auch hat. Für das Talent jetzt gemessen, für das Alter mit 67, da kannst du nicht meckern. Da kannst du wirklich nicht meckern, das siehst du dann hier auch. Fairplay. Öztürk muss noch weichen, 4 Wochen. Ich habe gerade schon gedacht, Scott Robertson. Aber das konnten ja schon gar nicht wir sein, weil das ist ja grün, ne? Das ist ja nicht rot. Paul Heffernan muss noch zugucken. Wir sind die unfairste Mannschaft der Liga. Ich bin begeistert. 19 Punkte insgesamt. Also wir haben heute gegen die fairste Mannschaft gespielt. Und die hat uns mit fairen Mitteln wirklich gezeigt, wo der Hammer hängt.